Deutschland ist vor geraumer Zeit endgültig aus der Nutzung der Kernkraft ausgestiegen. Bis dahin war es ein verdammt weiter Weg. Viele von euch werden sich nicht daran erinnern, weil ihr gar nicht auf der Welt wart oder zu klein. Aber eure Eltern waren über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, immer wieder bei Demonstrationen, die sich gegen die Nutzung der Kernkraft ausgesprochen haben. Und ja, man braucht einen langen Atem, um etwas zu erreichen. Und das trifft auch auf die Friedensbewegung zu. Die Friedensbewegung hat in den 80ern schon was erreicht, nämlich die Pershing II quasi verhindert. Und die Friedensbewegung war damals sehr groß, jetzt ist sie ein bisschen kleiner. Aber der Bedarf ist natürlich da. Denn von deutschem Boden aus werden Kriege geführt, jedenfalls organisiert, auch wenn die Bundesregierung sich da so ein bisschen taub oder dumm stellt. Da sind wir in Ramstein, der wichtigsten Airbase der Amerikaner außerhalb der USA. Neben mir steht Pascal. Hallo Pascal. Hallo Ken. Wir kennen uns schon sehr lange aus der Friedensbewegung. Was ich gerade angesprochen habe, das kann ja ein bisschen frustrieren, wenn man relativ jung bei einer Friedensbewegung einsteigt und sagt, ich war schon dreimal in Ramstein, habe da mich hingestellt, Friedensmarsch, Hände gehalten, jetzt haben sie die Airbase da immer noch. Wie motivierst du dich, du bist ja schon sehr lange dabei, immer wieder nach Ramstein zu fahren, obwohl die da sehr zäh vielleicht auch noch ein paar Jahre bleiben werden? Ich motiviere mich natürlich auf jeden Fall erstmal durch die ganzen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Es sind Menschen, die wirklich was Gutes wollen, die da jedes Jahr wieder hingehen, die jedes Jahr wieder ihre Zeit investieren, die jedes Jahr wieder mit anpacken und einfach was auf die Beine stellen, was Spaß macht. Also es ist ja auch so, dass Protest nicht nur anstrengend sein muss, es kann auch Spaß machen. Also wir haben zum Beispiel ein gutes Beispiel, unser Friedenscamp. Also wir machen eine Woche lang Friedenscamp vom 23.06. bis zum 30.06. Da kommen Menschen zusammen, die zelten, die machen Party, da gibt es eine Bühne mit Musik und es gibt ein anderes Lebensgefühl. Also sie gehen da hin und treffen auf Gleichgesinnte einfach. Und das ist auch das, weswegen sie jedes Jahr wiederkommen. Also um einfach sich zu vergewissern, ich bin nicht bescheuert, weil ich habe mich mit den Leuten unterhalten und die sagen, sie sind auf Arbeit und reden mit den Menschen und stehen immer als Außenseiter da. Und da gehen sie ins Camp und da treffen sie auf Menschen, die das Gleiche wollen. Die wollen gerechtes Leben für alle, die möchten, dass Frieden auf der Welt herrscht und sie möchten vor allen Dingen nicht, dass mit der Hilfe von Deutschland Tag für Tag Menschen getötet werden. Wir werden aufs Camp noch eingehen, weil ich finde das sehr wichtig, war ja auch da und was ich dort eben so an Stimmung mitgenommen habe, da sind Leute, die nicht nur gegen etwas sind, sondern sie auch für etwas arbeiten und zwar schon das ganze, ihr ganzes Leben lang. Also die haben ihr Leben umgestellt. Klassisches Beispiel, die Kriege, die von Ramstein aus organisiert werden, da geht es ja letztendlich um Ressourcen, Erdöl, Erdgas, solche Dinge zum Beispiel, also Einfluss und dass man eben sagt, okay, man kann dagegen sein oder aber sein Leben so umstellen, dass man diese Ressourcen, die für einen erbeutet werden, dass man die gar nicht mehr braucht. Das geht nicht von heute auf morgen, aber man trifft dort Leute, die sagen, erste Schritte, die vielleicht komplett schon raus sind, aber sagen, so geht es. Und das habe ich auch da erlebt. Da war man nicht nur abgeturnt, sondern die Stimmung war eben gut. Und ja, das fand ich super. Aber lass uns doch mal zurückgehen zu dem Standort selbst, Ramstein, weil ich davon ausgehe, dass wir auch ein paar ganz junge Zuschauer haben, die gedacht haben, Ramstein ist doch die Band, ja, die sind auch auf Tour, aber Ramstein Airbase, warum ist die Airbase so wichtig? Wo liegt sie und was macht sie so wichtig, dass er eben Stopp Ramstein draufschreibt und nicht irgendeine andere Airbase? Also erstens mal, die Airbase, die liegt in der Nähe von Kaiserslautern. Also sie liegt in Deutschland, was die wenigsten wissen. Wie du schon sagst, viele sagen einfach, das wird doch mit Doppel-M geschrieben und das ist die Band. Ist es aber nicht. Es ist die größte Militärbasis außerhalb der USA. Das heißt, auf dieser Airbase ist angesiedelt verschiedene Kommandostrukturen der NATO und der US Air Force. Es ist angesiedelt die Relaisstation, über die alle Drohnenkriege laufen. Ohne Ramstein wären die Drohnenkriege nicht möglich. Es ist ein Riesenumschlagplatz von Material und von Truppen. 90% aller Truppen und Material wie Munition, Panzer und so weiter in den Nahen und Mittleren Osten laufen über Ramstein und es ist vor allen Dingen der Ort des Raketenabwehrschirms. Ich darf noch mal reingrätschen, also man kann es als das Drehkreuz verstehen, also das Lager. Es ist ein Synonym für Krieg, das kann man so sagen. Also wenn ich jetzt im Nahen Osten einen Krieg führen will, dann organisieren die Amerikaner über Ramstein den Nachschub und die Logistik. Im Grunde genommen kann man sagen, dass alle Kriege der letzten Jahrzehnte ohne Ramstein einfach nicht möglich gewesen wären. Ohne Ramstein keine Kriege. Es gab ja immer wieder Anfragen auch an die Bundesregierung, ob man Ramstein nicht mal überprüfen müsste, wenn von dort aus nämlich Drohnenkriege organisiert würden. Das ist so, dann wäre das ja illegal. Wie hat denn die Bundesregierung bei diesen Anfragen reagiert? Die Bundesregierung zieht sich eigentlich grundsätzlich auf den Standpunkt zurück, nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Also das Beste, was man noch von der Bundesregierung hört, ist, dass sie gesagt haben, sie haben die Amerikaner gefragt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und die Amerikaner haben ihnen natürlich versichert, na logisch, wir machen da keine Verbrechen, es ist es ist nicht gegen das Völkerrecht, also es ist alles wunderbar, tippitoppi. Und die Bundesregierung sagt, ja, das glauben wir euch. Und damit hat sich das für sie erledigt. Gut, dass die Bundesregierung nicht so bescheuert ist, das wissen wir beide, sondern man sagt sie eben, wir wecken keine schlafenden Hunde, denn im Ernstfall würde vielleicht Boschicken hier klingeln und sagen, was stellt ihr uns für blöde Fragen? Ihr wisst doch, was wir da machen, auch für euch. Wenn jetzt Ramstein stattfindet, gleich nochmal das Datum nennen, da wird es ja wieder eine Demo vor der Airbase geben. Die ist ziemlich groß, also vor dem Haupttor wird es geben, aber
Wie sieht das aus? Was soll das bringen? Was erwartest du dir davon? Weil es findet ja seit Jahren statt. Gibt es irgendwas Neues, wo du sagst, ey, das bringt wieder frischen Wind rein? Ja, also wir haben, erstmal haben wir was Besonderes dieses Jahr. Wir haben 5 Jahre Stopp Airbase Rammstein. Also seit 5 Jahren rennen wir da schon hin. Wie du schon sagst, ist es auf der einen Seite deprimierend, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Sache, die Mut macht. Weil wir halt immer wieder 5 Jahre lang, also wenige Bewegungen, wenige Aktionen der Friedensbewegung halten wirklich so lange aus. Mhm. Und wir sind wirklich jedes Jahr da und setzen einen Punkt, setzen ein Zeichen, wir wollen das nicht. Das heißt also, wir kommen immer wieder, und zwar bis ihr weg seid. Ihr seid penetrant, genau, was das angeht. Dieses Jahr am 29.06. werden wir starten mit einer Auftaktkundgebung, die einen Schwerpunkt Umwelt haben wollen. Das ist auch eine Sache, die die meisten Leute nicht wissen. Der größte Umweltverschmutzer der Welt, das ist das US-Militär. Also all die Leute, die halt gegen den Klimawandel auf die Straße gehen, die sollten eigentlich das im Kopf haben. Mhm. Nach dieser Auftaktkundgebung werden wir dann gemeinsam zur Airbase Rammstein ziehen und direkt vor den Toren wollen wir ein Festival und eine Abschlusskundgebung machen. Und es werden verschiedene Bands auftreten. Mhm. Also es ist immer ein bisschen schwierig, halt die großen Stars zu kriegen für solche Sachen. Wissen wir ja alle, dass sie da ein bisschen vorsichtig normalerweise sind. Aber ich glaube, uns ist ein schönes Setup gelungen. Also wir haben zum Beispiel die Bots. Viele werden sie noch kennen. Natürlich. Das war hier Wasserbericht in Stein, genau. Ja, ja. Wir haben den Kiles Moore haben wir zum Beispiel. Super Clip, gerade zur Europawahl, kennt man auch. Ja, ja, großartig gemacht. Morgaine wird auftreten. Wir haben die Bad Williams Band. Okay. Und wir haben The Wedge. Okay. Das sind alles Bands, die wirklich Stimmung machen können. Und man wird vor der Airbase auch sein Getränk trinken können. Man kann sich an Informationsständen informieren und man kann vor allen Dingen sagen, liebe Leute, ich bin hier direkt am Ort des Geschehens, dort, wo, ja, wo Terror, Krieg und all das gemacht wird und ich will es nicht. Ich will, dass also es geht auch ja super, dass du von den Bands sprichst, aber es geht ja, die Bands kommen ja auch als Individuen, es geht weniger darum, dass es ein Pop-Event wird, sondern es geht einfach auch um ein persönliches Statement vor sich selber, weil wir das ja auch in der Schule gelernt haben, wenn ihr ganz früher mehr Widerstand organisiert hättet, wäre es nicht so gelaufen. Das ist ein Widerstand, den man heute ungefährlich organisieren kann. Warum fällt es so schwer, dass da 300.000 Leute hinkommen? Bei diesem Wetter wäre es doch möglich und Kaiserslautern ist ja auch erreichbar. Ja, es ist eine gute Frage. Also meines Erachtens müssten Millionen davor stehen, aber ich glaube, es wissen einfach noch nicht genug. Also das ist auch eine Sache, die wir uns vielleicht ein bisschen ankreiden müssen, dass wir die Menschen einfach noch nicht erreicht haben. Also dass viele gar nicht informiert sind. Und also in der klassischen Presse passiert ja relativ wenig, ne? Genau. Und da nicht drauf hingewiesen. Die ignorieren uns im Grunde genommen. Ja. Und ich bin mir sicher, wenn es mehr Leute wissen würden, dann ist es ein Akt der Zivilcourage. Also bei mir ist es auch so, ich sag immer, es ist beispielsweise so, wenn ich in der Straßenbahn bin und ein Rowdy verprügelt die Leute, dann schreite ich ein. Das hat was mit Zivilcourage zu tun. Und bei Rammstein, wenn ich bei dieser Analogie bleiben darf, ist es im Grunde genommen so, dass wir einen Rowdy in der Straßenbahn haben, der aus dem Fenster unserer Straßenbahn Kinder, Frauen, alte Menschen, Hochzeitsgesellschaften über den Haufen ballert. Mhm. Und, da will ich mich nicht wegdrehen. Du würdest dich nicht wegdrehen und ich glaube, jeder andere auch nicht. Mhm. Dass das Schizophrene daran ist, wenn ich da bleiben darf in der Analogie, ist, wir vermieten die Straßenbahn an den Rowdy. Ja. Wir erlauben ihm quasi da drin zu sitzen und die Menschen zu erschießen und wir gucken weg. Und dann fragen wir, erschießt du Leute, wir sehen über die Leichen und sagt er nein, dann glauben wir das, weil wir nicht einschreiten wollen, weil uns da vielleicht die Courage fehlt. Ich glaube, gemeinsam lässt sich Courage besser organisieren, aber nochmal aufs Camp. Also man kann sich der Demo anschließen, das sollte man auf jeden Fall tun. Gesicht zeigen, es wird wahrscheinlich wieder diese Kette geben, wo sich alle an der Hand fassen. Ja, aber nee, keine Menschenkette dieses Jahr. Diesmal gibt es eine reine Demo. Reine Demo, aber es wird dieses Camp wieder geben. Vielleicht nochmal zum Camp selber, für welche, die das nie auf der Uhr hatten, die immer bei der Menschenkette waren oder bei der Demo waren und das Camp gar nicht gesehen. Wo ist denn das Camp? Das Camp ist in der Nähe von Steinwenden. Das ist im Grunde genommen ist das ziemlich dicht dran an der Airbase. Also man kann auch, wenn man mit einem Camp steht, hat man immer diese riesigen Flugzeuge, diese Materialtransporter, die donnern über deinen Kopf hinweg. Also man ist wirklich am Ort des Geschehens. Wir sind auf einer Wiese. Die hat uns ein örtlicher Bauer zur Verfügung gestellt, kostenlos. Also ein bisschen Woodstock-mäßig. Es hat was von Woodstock, auf jeden Fall. Also wir haben es alles selber organisiert. Wir haben 1000 Meter Wasserleitung gelegt. Wir machen unsere eigenen Toiletten dahin. Wir machen unsere eigenen Duschen dahin. Also ihr könnt auch Logistik. Ja, wir müssen. Es ist nichts da. Es ist nur Rasen im Grunde genommen. Okay, ja. Und dann haben wir eine Bühne. Man kann da trinken, essen. Man kriegt eine Woche lang veganes Essen, 3 Mahlzeiten am Tag. Und wir bieten das alles zum Selbstkostenpreis. Also die Leute bezahlen im Grunde genommen nur das, was sie da auch benutzen, damit sie halt auch dabei sein können. Und wenn jemand kein Geld hat, dann sagen wir auch nicht, du bleibst zu Hause, sondern wir sagen, komm, dann bezahlen halt andere für dich. Es geht um Spirit, es geht um den Geist. Ich war das letzte Mal dort und habe auch den einen oder anderen dann dort getroffen, den ich später bei den Machern
mir nochmal angeguckt habe. Also das finde ich das Spannende, dass man dort überraschend Leute, du hier, die das gar nicht an die große Glocke hängen. Vielleicht, Kaiserslautern liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hauptstrecke. Wie ist organisiert, dass man da hinkommt? Gibt es da Busse oder hast du einen Tipp, wie man hinkommt? Weil es ist wirklich weit draußen. Es ist weit draußen, es ist eine anstrengende Fahrt. Also ich fahre zum Beispiel hier von Berlin 6,5 Stunden mit dem Zug. Okay. Ist es mir wert. Wir haben Busse organisiert. Wenn man auf der Webseite guckt, gibt es Mitfahrgelegenheiten. Es gibt aus verschiedensten Städten, München, Würzburg, Berlin, gibt es Zugfahrten zum Beispiel, Gruppenzugfahrten. Also es gibt Möglichkeiten, gemeinsam dahin zu fahren. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Mitfahrgelegenheiten zu machen. Und ich denke, wer es wirklich will, der kommt da auch gut hin. Mhm. Pascal, nochmal zum Datum. Stoppt Rammstein, die Airbase Rammstein, wichtig, nicht die Band, die Airbase, findet jetzt im 5. Jahr statt. Mhm. Was erwartest du dir von diesem Mal? Ich hoffe, dass wir viel mehr werden als letztes Mal. Das hoffe ich jedes Jahr. Mal? Letztes Jahr waren wir so um die 3000 und da muss man sagen, haben wir einen Einknick gehabt. Mhm. Also wir haben die beiden Jahre davor haben wir es geschafft, 5000 Menschen vor die Base zu kriegen und wir haben im letzten Jahr haben wir einen kleinen Einbruch gehabt und waren bei 3000. Womit hat das zu tun? Das hat viele Gründe, glaube ich. Also erstens mal sind wir medial nicht mehr so gut aufgetaucht. Es ist vielleicht auch so ein bisschen in den Köpfen der Menschen, hey, jedes Jahr hingehen ist anstrengend, verändert sich ja eh nichts. Mhm. Aber das ist nicht so. Mhm. Also man merkt, dass in den Köpfen, also auch in der Bundesregierung, wo wir hier stehen, hat eine Veränderung stattgefunden. Sie können sich nicht mehr wirklich wehren dagegen. Sie müssen es öffentlich machen. Sie haben jahrelang geschwiegen. Mhm. Ende 2016 mussten sie zugeben, hey, in Rammstein passiert wirklich Mist. Also in Rammstein passiert der Drohnenkrieg, darüber laufen die Signale und sie konnten es nicht mehr abstreiten. Dann haben wir es jetzt neulich gehabt, dass das Oberverwaltungsgericht in Münster hat ein Gerichtsurteil gesprochen. Da haben drei Jemeniten dagegen geklagt, gegen diesen völkerrechtswidrigen Krieg, den Drohnenkrieg. Und das Gericht hat gesagt, ihr Jemeniten, ihr habt zwar keine Ansprüche, aber, jetzt kommt es, also das ist eigentlich ein Wahnsinnsurteil, die Bundesregierung hat die Verpflichtung nachzuprüfen, dass keine völkerrechtswidrigen Kriege von Rammstein passieren. Das heißt, im Grunde genommen müsste bei jedem Drohnentoten müsste die Bundesregierung nachprüfen, hat das mit rechten Dingen stattgefunden. Mhm. Das heißt, solange die Bevölkerung keinen Druck macht, kann die Regierung sich wegducken und den Kotau von den Amerikanern machen, ja, die weiter munter abhören. Das heißt, die Straße und auch so eine Demonstration hat, wenn sie stärker würde, auch eine enorme Kraft. Ja. Glaubst du denn daran, dass Rammstein mal geschlossen werden kann? Weil man kann es ja kündigen. Es gibt Kündigungsfristen, die könnte man kündigen. Ich glaube, bei 2 Jahren liegt das. Zwei Jahre. Und dann müssten die Amerikaner diese wichtige Airbase verlegen, das würden sie bestimmt hinbekommen, aber es ist ein teurer Spaß und in der Zwischenzeit würde es keine Drohnenkriege geben. Also glaubst du, dass die Straße, dass Demonstrationen tatsächlich da oben was auslösen, dass die da oben merken, wir können das nicht mehr machen, weil sonst werden wir abgewählt? Nur die Straße. Niemand anders kann es wirklich richten. Es kann wirklich nur die Straße machen. Weil das ist das Einzige, was ihnen Angst macht, wenn hunderttausende Menschen auf der Straße sind. Also man hat es gemerkt, wie du schon bei deiner Einführung gesagt hast, man hat es bei der Anti-Atomkraft-Bewegung gesehen, da mussten sie was tun. Man hat es gesehen bei der... Aber sie haben jahrelang mit Wasserwerfern drauf gehalten, ne? Absolut. Ja. Also es tut manchmal auch weh, der Protest. Ja. So ist es einfach. Ja. Bei den Pershing 2-Raketen. Wir hätten eigentlich in Deutschland, im Herzen von Europa, hätten wir eigentlich Atomraketen, Kurzstreckenraketen, die auf Russland gerichtet sind. Das haben die Leute damals auf der Straße verhindert. Also wenn es jemand richten kann, dann sind wir es. Also wir sind eigentlich schuld daran, dass es sowas wie Rammstein noch geben kann, weil wir nicht genug Leute sind. Pascal, an dieser Stelle noch was Persönliches, was normalerweise ja nicht macht. Du bist ja gerade Vater eines Kindes geworden, ein paar Monate alt. Deswegen 8 Monate. 8 Monate alt, das sind diese schlaflosen Nächte, die noch ein bisschen anhalten. Kein Mitleid. Verändert sich die Perspektive? Ja, natürlich. Also mir war es vorher schon wichtig, dass ich was tue für meine Familie, für die Gesellschaft. Aber wenn ich mir den Kleinen angucke, dann weiß ich ganz klar, gerade für ihn. Und ich hoffe, irgendwann, vielleicht mal in ein paar Jahren, übernimmt er das Zepter und macht weiter an der Stelle. Vielleicht ist das dann gar nicht mehr nötig, weil Rammstein bereits geschlossen wurde. Ja. Vielleicht noch mal zur Situation in Europa. Wir haben strahlendes Wetter, Bombenstimmung könnte man sagen. Der Kalte Krieg ist irgendwie so ein bisschen zurück. Ist denn die Gefahr, dass Rammstein auch im russischen Raum eingesetzt werden könnte, sagen? Ist das denn größer geworden? Weil es wirkt ja alles so friedlich. Die Gefahr besteht die ganze Zeit. Also Rammstein ist eigentlich ein Magnet für alles Übel. Also ich habe es auch vorhin schon gesagt, es ist der Raketenabwehrschirm da stationiert. Das heißt, das haben die Amerikaner da eingerichtet, damit Russland keine Gelegenheit mehr hat, auf einen Erstschlag zu reagieren, also ihre Atombomben loszuschicken. Und das hat die russische Regierung gesagt, für sie ist das die größte Gefahr. Das heißt, übersetzt, die erste Atomrakete in einem Konflikt fällt auf Rammstein. Also, um dieses Zentrum auszuschalten. Genau. Um einfach die Gefahr auszuschalten, wird es in Deutschland ein riesengroßes Loch geben. Und das hieß damals mal Kaiserslautern. Mhm.
Vielen Dank für diese Information. Vielleicht noch mal zu den Daten für alle, die sagen, okay, war jetzt viel. Wann findet Rammstein statt? Wann sollte man da sein? Was sollte man auf gar keinen Fall verpassen? Und wie wichtig ist nach der Demonstration der Event, der noch drumherum stattfindet? Also, ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Wir haben eine Woche Aktionswoche. Wir fangen am 23.06. an, da beginnt das Camp. Dann haben wir die Friedenswerkstatt, die von Montag bis Donnerstag stattfindet. Da haben wir über 40 Workshops, da können sich Leute informieren, was ist Krieg, was kann ich gegen Krieg tun. Wichtige Menschen, die auch sprechen dazu, genau, mit Erfahrung, die auch Taktik, genau, wie man hält man durch, wie geht man, wie kann man, genau, sich organisieren später und so weiter. Genau. Okay. Dann haben wir am Freitag, dem 28.06., haben wir unsere Abendveranstaltung in der Apostelkirche in Kaiserslautern. Das ist eine riesige Kirche, passen glaube ich 700, 800 Menschen rein. Und es werden sprechen Rainer Mausfeld, es wird sprechen der André Hunko und es wird sprechen die Anne Wright. Die Anne Wright ist, also Rainer Mausfeld brauche ich nicht erklären. Nein. Und Anne Wright ist ein ehemaliger Colonel, die zurückgetreten ist während des Irakkrieges, weil sie das einfach nicht mehr mit sich vereinbaren konnte. Und also jemand, der praktisch ein Whistleblower, der sagt, genau, ich sage euch mal, was da wirklich abgeht. Da, genau, auch her die Information, was wir wissen, warum wir diese Information. Es gibt, ja, mutige Leute bei der Armee, die sagen, Entschuldigung, was ihr dort macht, widerspricht voll diesen soldatischen Gesetzen. Ich bin in die Armee eingetreten, weil ich den Frieden verteidigen wollte, aber ihr organisiert mit mir Krieg, mache ich nicht. Sie dachten, sie sind mal für Freiheit und Demokratie, sind, ja, sie im Krieg. Und das kam das böse Erwachen irgendwann, klar. Mhm. So, und als letztes haben wir am Samstag haben wir die große Demonstration, die hatte ich ja schon vorgestellt, am 29.06. Beginnt um 13 Uhr, sie ist circa 18 Uhr zu Ende. Und von da aus ziehen wir dann alle gemeinsam ins Friedenscamp und machen eine große Abschlussparty. Gut, dann hoffe ich, dass das Wetter besser wird wie bei den letzten Mal. Wir hatten ja immer dieses Regenwetter. Oh, letztes Jahr war es schweineheiß. Ja, aber trotzdem, ich weiß, Sturm ist gerade ein bisschen schwierig. Trotzdem, ich glaube, dass das funktioniert. Danke für deine Zeit. Wir sehen uns ja eh dort und vielleicht nochmal für euch. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt. Ich weiß, dass das ein bisschen nervig ist. Wir sind so diese SMS-Generation. Ich habe jetzt dreimal eine SMS geschickt und dann hat sich was verändert. Auf meinem Telefon habe ich jetzt ein neues App und bei der Friedensbewegung und die Ziele, die wir haben, das dauert so lange. Ich fahre jetzt fünfmal nach Rammstein. Es gibt das immer noch. Eure Eltern sind sehr lange zu diesen AKWs gefahren und nach Brockdorf und gegen die Atomkraft haben sie demonstriert und haben sich da Wasserwerfer ins Gesicht schlagen lassen. Da gab es euch vielleicht noch gar nicht. Haben sich vielleicht sogar da kennengelernt. Und man hat auch sehr lange in der Friedensbewegung gegen die Pershings gekämpft. Ja, und war dann der böse Bube. Auch in der Presse war man Verschwörungstheoretiker. Geht doch nach drüben, das ist ja ganze Quatsch, den ihr kennt. Trotzdem haben sie durchgehalten. Deswegen gibt es auch uns hier. Wir sind ja auch als Widerstand zu sehen, als freie Presse. Ja, deswegen die offizielle Berichte nicht darüber, weil sie da sehr stark embedded ist. Und wenn man diesen langen Atem nicht hat oder wenn man daran nicht glaubt, dann ist man eigentlich, hat man die Demokratie nie verstanden. Das, was wir hier machen und das, was wir senden, wenn ihr dort, das stört die da oben. Und den sollte man so ein bisschen auf die Füße treten, denn so richtig sicher auf ihren Sitzen sitzen sie eh nicht mehr. Und vor allem, was ich immer ganz wichtig finde, die spielen ja mit unserer Welt. Die spielen ja mit unserem Frieden. Die organisieren ja für uns einen Krieg, in dem wir verheizt werden. Das können wir nicht über uns ergehen lassen. Das ist unsere Straßenbahn. Und wenn in unserer Straßenbahn ein Randalierer ist, dann bitten wir den ganz höflich nach draußen. Und wenn nicht, ziehen wir die Notbremse und sagen, wir bringen dich alle jetzt mal nach draußen, damit wir in aller Frieden weiterfahren können. Deswegen, wir sehen uns in Rammstein. Macht euch auf der Seite, blenden wir unten ein. Mitfahrgelegenheit, so etwas, da muss ich mit dem eigenen Auto kommen. Vielleicht hat man auch gar keins. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn ihr nicht nur bei der Demo wärt, sondern mir wäre es sehr wichtig, wenn ihr im Camp wärt. Das ist ganz wichtig. Ich habe es letztes Mal gemerkt beim Camp, das war das Beste. Habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich später auch gearbeitet habe. Ihr werdet dort auch sicherlich viele Leute kennenlernen, Connection machen, dass ihr auch unter dem Jahr miteinander Dinge organisiert und nicht nur einmal im Jahr nach Rammstein fahrt, sondern zwischendurch Dinge tut, die im Frieden dienen. Das wäre meine Bitte an euch. Wir sehen uns dort und das Wetter wird natürlich wie heute ganz, ganz fantastisch. Bis